Und hier hatten wir mittendrin noch eine Cyber-Psycho-Attacke, nämlich Kriegsdämonen, den ich noch nebenbei erlegt habe. Von daher kann ich nur sagen, viel Spaß, schau euch das Ganze an. Hey, beim NCPD wurde ein Cyber-Psycho gemeldet. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen, oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Warte mal. Ich muss weg. Geh, bevor es zu spät ist. Okay. Muss los. Ciao. Unserem Gespräch. Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh, habe ich die Zeche geprellt? Alle reden von ihm. Die Söldnerin, auf die man sich verlassen kann. So eine brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort, kann man nicht verfehlen. Alles klar, ich komm hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann, Claire.
Heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke.